viel zu lange gedauert. Wie geil ist das denn? Mächtige Axt und ein mächtiger Schild. Vergoldete Axt und ein vergoldeter Schild. Wie geil. Ich pumpe erstmal den Ball auf. Kann ich nie. Kevins unaufgepumpter Ball. Und eine Pumpe. Lässt sich leider nicht. Was ist denn das? Dieser Stein hindert mich daran, den Hebel zu ziehen. Der Hebel kontrolliert wahrscheinlich den vorderen Teil der Treppe. Mhm. Um an den Hebel zu kommen, muss der Stein weg. Ah, alles klar. Hier. Luft. Die Geräusche sind schon manchmal cool. Los, komm, hier, pump mal eine Runde. Ja, das macht Sinn. Okay. Wie der runtergefallen ist, macht weniger Sinn, aber was soll's. Los, Hebel hoch. Treppe, geil. Oh Mann. Okay, also ich tippe mal drauf, das ist halt Dr. Steiner, der hier immer noch durch die Kante rennt. Der goldene dem goldenen Gargoyl fehlt etwas. Dem fehlt wahrscheinlich hier, dem fehlt ein Schwert und dem fehlt ein Schild. Ach, na, sowas. Und der hier die ganze Zeit an Amok laufen ist und alles tötet. Und irgendwas ist wahrscheinlich bei diesem Experiment mit Dingens schief gegangen, mit der. Hieß sie auch Claire? Und der will jetzt an meinen Freunden da rumexperimentieren. Was ist das denn? Das ist ein Schloss mit Spracherkennung, Sprecherkennung. Wird es durch die Stimme des Professors geöffnet? Wir werden es erfahren. Die erste Sprachausgabe, die es hier gab. Ich bin begeistert. Oh, oh, oh. Oh. Das sieht ja super aus. Der hat sich in einen riesen Baum verwandelt und meine Freunde hier gleich mit. Das sind meine Freunde. Was soll ich nur tun? Das ist so schockierend, dass ich sprachlos bin. Du quatschst die ganze Zeit ja eh schon nichts. Die haben ja alle irgendwelche Symbole. Max, du musst hartnäckig bleiben. Ja, ja. Du hast uns immer beschützt. Und jetzt werde ich dich beschützen. Nee, das hast du eigentlich schon vergeigt. Keine Sorge, Kevin. Wenn das hier vorbei ist, kannst du wieder Mädchen nachstellen? Ah ja. Harry, ich vermisse deine albernen Glieder. Ich werde mir jedes einzelne davon anhören, wenn wir hier raus sind. Das ist. Halte durch, Daniel! Tu's für Carrie. Ach, Carrie war das. Nein, das ist die falsche. Hier ist Carrie! Was hat der da in der Hand? Huch! Bevor meine Mutation vollendet war, erschuf ich 6 Mutationsneutralisierer. Was? Ach komm! Mutationsneutralisierer. Nach meinen Berechnungen sollten sie alle Mutationen stoppen und den Körper in seinen Ursprungszustand zurückversetzen. 4 dieser Neutralisierer sind irgendwo auf der Insel versteckt und 2 beschützen Lisa vor weiteren Mutationen. Mutationsneutralisierer. Alter, jetzt wird's abgefahren. Also mehr als so ohnehin schon. Gut gemacht, Toni. Ich weiß nicht, wo du diese Nachricht gefunden hast, aber sie ist unschätzbar wertvoll. Mutationsneutralisierer. Toni, mein Verstand ist gefangen. Nur du kannst Steiners Rätsel lösen. Und was haben wir hier? Warte, Carrie, ich werde dich befreien und dann können wir nach Hause gehen. Ich hole einfach eine Armee Bogenkäfer und das ist. Kann ich den Professor hier nehmen nochmal? Mutationsneutrali. Nein! Was geht denn ab?
Schon wieder das Auge versucht es mir zu helfen. Menschliche Mutationen sind umkehrbar. Nachdem man ein Teil des großen Baums geworden ist, ist es der Eins mit der Insel. Also kann ich davon ausgehen, dass die meine Freunde mir helfen. Oder wie soll ich das jetzt verstehen? So, jetzt müssen wir natürlich wieder zurück. Ganz klar. Weil dorthin, wo der hier gerade uns blicken lassen hat. Ja, ist ja okay, das haben wir gemacht. Alter. Mutationsneutralisierer. Und ich laufe schon wieder falsch. Ich habe irgendwie scheinbar einen Orientierungsneutralisierer aufgesammelt. Oh Gott. Da lang, oder? Ja, hier in das Haus rein. Hier rein. Da lang. Soll ich das Ding wieder zumachen, oder was? Nee, halt, Moment mal, wieso konnte ich? Ein Mutationsneutralisierer! Hey, cool! Wo sind die anderen? Ah, setzen wir erstmal den ein. Einfach nur mal, um zu gucken, was passiert. Außerdem, Moment, warte mal sehen, ob wir die von Claire noch klauen können. Die brauchen wir bestimmt auch. Oh, vielleicht sollte ich immer noch ein bisschen warten. Hm? Meins. Verdammt. Mutationsneutral. Ich komme da drüber nie weg, ohne Scheiß. Das ist... Oh Mann, ey. So, und da sind wir wieder zurück. Das Spiel ist gerade eben abgestürzt, als ich mich auf die Jagd der Mutationsneutralisierer machen wollte, beziehungsweise den ersten hier erstmal anbringen, ist das Spiel gerade abgestürzt. Da habe ich die Gelegenheit genutzt, kurz eine Pause gemacht und schon geht's weiter. Jetzt muss ich aber ganz kurz überlegen, ich war da schon auf dem richtigen Weg, nehme ich wieder raus. Weil dadurch, dass ich einfach mal keine Ahnung habe, wo die anderen sein sollen, setze ich den ersten einfach mal ein, um zu hoffen, dass dieses allsehende Auge dann nochmal um die Ecke kommt und mir sagt, ey, hier, sieht aus wie der, oder? Und da bröckelt es. Huch. Na, wo ist er hin? Ah. Jetzt muss ich jedes Mal hin und her rennen? Habe ich jetzt den ersten wenigstens schon befreit? Er zeigt mir aber auch nichts an. Okay, also es bröckelt schon ein wenig. Jetzt muss ich hier... Halt, Moment. Oh, warte mal. Da lag doch was. Hier. Na. Eine Angel? Ein Köfferchen? Ein Messerchen? Halt, Moment, da war noch ein Brief drin. Was soll's? Jetzt hab ich eine Angel und ein Messer. Cool. Naja. Jetzt... Gib mir eine Karte! Hier lang. Jetzt müssen wir dort bei der wir haben dort dieses Steinversteck schon aufgemacht. Hier, das da. Nein, das da. Nein! Alter! Kurbel! Hier, das da! Hä? Was haben wir denn dann mit diesen... Moment mal, jetzt bin ich gerade verwirrt. Wir haben doch hier mit diesen... Ach Quatsch, so ein Blödsinn. Damit haben wir ja die Schlange dort unten rausgeholt und hin und her. Stimmt. Das hat damit gar nichts... Aber ja, da findet man jetzt natürlich das Messer. Und ab zurück. Au, Mann.
Ich frage mich, ob. Ich frage mich gerade, ob wir die auch anders finden, ohne dass wir andauernd zurückgehen müssten. Also ohne, dass der uns den Tipp geben kann. Aber ich habe. Okay, das jetzt hätte ich wissen, durchaus wissen können, sollen, müssen. Habe ich aber total vergessen. Ich dachte, mit diesen Tradings hätten wir da irgendwas ausgelöst. Aber das ist vollkommen richtig. Ich hatte da ja nur in Anführungszeichen. Oh, wer ist denn? Nur in Anführungszeichen die Schlange dort freigelegt. Bumm. An die nächste Wurzel. Und da kommt das Vieh schon wieder raus. Dann zeig mir mal, was es jetzt gibt. Ja. Ja, okay, die zwei. Nee, halt, Moment, ich dachte, ich könnte hier unten vielleicht nochmal. Wie viele Freunde hatte ich denn? 1, 2, 5 eigentlich. Nee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Ja, aber die habe ich vorhin versucht aufzunehmen. Das ging nämlich nie. Und jetzt muss ich deswegen hier die ganze Zeit hin und her watscheln. Doof. So, Moment. Hier lang. Hier lang. Ob die Olle uns das übel nehmen wird, wenn wir der die Dinger da wegnehmen? Hallo. Du schon wieder. Ich weiß, was du brauchst. Nimm sie. Ich habe so lange gelebt. Ich brauche sie nicht mehr. Leb wohl. So, jetzt wird der Papa bestimmt sauer. Oh, hat die verschwindet. Was? Die verschwindet einfach nur, okay. Krass. Ja, meine Güte. So, hier jetzt nach unten. Ah, das. Okay, die hat jetzt einfach. Oh. Hm. Nein, vollkommen falsch, vollkommen falsch, vollkommen falsch. Die hat jetzt also. Nee, jetzt mal ernsthaft, gibt es hier keine. Fortsetzen, Hauptmenüoption. Nee, ich hätte. Naja, gut, ich hätte gerne eine Karte gehabt, aber. Na gut, das wäre jetzt auch vielleicht ein bisschen spät, weil ich behaupte, wir befinden uns in den letzten Zügen. So, jetzt können wir gleich nochmal 2 retten und nochmal gucken, ob. Welche sind es denn? Der da. Oder die da. Zack. Huch. Ich finde die Geräusche sehr, sehr schön. Dieses berstende Holz. So, zack. So, mein Äuglein. Weil das geil ist, da wird auch nichts ins Journal geschrieben dazu. Das wäre doch mal interessant, wenn man jetzt eine Spielpause macht und sagt, ey, immer mit der Ruhe, ich will mir das Beste zum Schluss aufheben. So, und hier zum Beispiel, hier sind wir schon fertig mit allen. Ja, ein Stück der Umrandung ist abgebrochen. Hä? Hätte ich. Jetzt ist natürlich echt interessant, ob ich das vorher auch hätte machen können. Aber nee, wir sind doch aus dem Bild direkt rausgeflogen, oder? Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Da sind wir doch direkt, als wir das gemacht haben. Also als wir die Perle da rausgeholt haben, die Krone aufgesetzt und die Perle aus dem Maul gefallen ist, sind wir da direkt aus dem Bild rausgeflogen. Ich glaube, das ist schon so gemacht, auch wenn dieses Hin- und Herrennen irgendwie suboptimal ist. Das muss man ja mal sagen. So, ihr beiden. Zack.
Bam. Ich frage mich, wofür ich die Angel noch brauche. Und da kommt es wieder. Mal sehen, wann es mich angreift. Da brauche ich jetzt bestimmt die Angel. Und dann habe ich meine Freunde befreit, dann ist... ja, der Professor muss zusehen, wie er kommt, ne? Ist, hier lang? Da lang? Ja, hier konnte ich die ganze Zeit nämlich gar nicht runtergucken. Angel. Da ging nämlich nichts, also man konnte die vorher nicht holen. Was war denn das für ein seltsames Geräusch beim Einholen? Na, Halleluja. So, ich bin mal sehr gespannt. Mal sehen, ob jetzt noch in Anführungszeichen ein Endkampf kommt. Ein Endboss oder wie auch immer. Und Mutationsneutralisierer. So geil. Babam! Was? Ja, das war dann offensichtlich natürliche Bedrohung und heilvolle Insel. Sehr abruptes Ende, wie ich finde. Weil, gerade eben, ich habe mir gerade noch so gedacht, huch, blaues Feuer, ich wollte die befreien und die töten, aber nun gut, ist natürlich spektakulär. Und wir brauchten auch gar nicht mehr zu dem Rettungspunkt irgendwie laufen oder irgendwelche Rätsel machen, dass wir die Leute haben. Die sind halt alle wieder aufgetaucht und sind abgehauen dann. Wurden gerettet. Dafür haben wir ja den SOS, den Notruf da rausgehauen. Und that's it. Okay, die... Warum kann ich mir den Namen von der nicht merken? Auf jeden Fall, die Kirche haben wir ja gerade noch gesehen. Die hatte wohl noch Reste der Mutation... Oder was heißt Reste? Ja, doch, noch Reste der Mutation in sich. Hat man ja am Arm gesehen. Haben sie bestimmt reingemacht, damit man einen zweiten Teil bringen kann. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es davon einen zweiten Teil gibt. Keine Ahnung. Ja, zum Wimmelbild selber. Ich war anfangs arg überrascht. Also ist auch, finde ich, schon schön gemacht. Mit den Animationen, dass hier ein bisschen Viehzeug rumfliegt, es wackelt alles, es ist nicht alles so steif. Die Insel an sich, also so dieses ganze Konzept ist schon recht stimmig, das passt. Macht auch in meisten Strecken Spaß zu spielen, diese Wimmelbildrätsel, wo man halt so ein bisschen was kombinieren muss. Finde ich sowieso gut, das gefällt mir. Was dann zum Ende hin irgendwie blöd war, das war, dass ich dann wirklich das so angefühlt habe, naja, okay, das haben sie jetzt nur damit, um das nochmal so ein bisschen in die Länge zu ziehen, muss man halt noch den einen Schritt da extra machen, wie zum Beispiel, wo war denn das mit den Blumen, wo dort irgendwo ist da die Lampe runtergefallen und dann konnte ich die einschrauben, damit ich woanders die Lampe anbringen kann, dass ich dann diese Blume finde, wo man die Blume auch irgendwie, also in dem, ich rede jetzt von dem Labor beim Professor, also das hat irgendwie manchmal so gewirkt wie, na hier komm, da machen wir noch irgendwas mit rein, also das hat irgendwie nie so flüssig gewirkt. Es hat auf jeden Fall am Anfang und auch zwischendurch waren immer mal so ein paar lustige Zwischendinger mit dabei, wie halt der Typ, hallo, hören Sie mich? Geben Sie mir einen Schlüssel. Ja, das war eigentlich schon ganz cool. Hat Spaß gemacht. Natürlich, komplett abgedrehte Story. Und hin und wieder war man so ein bisschen so, was soll ich mit dem Scheiß jetzt? Am Anfang war es wirklich so, ja, okay, klar, das macht alles Sinn, mache ich dies, das und jenes. Und dann später wurde es irgendwie, für mich persönlich zumindest, so ein bisschen, was willst du von mir? Wozu brauche ich den Mist? Da hat da niemand gesagt, dass ich das so machen soll. Ja, aber trotzdem, hat Spaß gemacht. Ich weiß es gar nicht, ich glaube, vielleicht sechs, weiß ich nicht, fünfeinhalb, sechs Stunden Spielzeit ungefähr.
Aber war okay. Also mir hat Spaß gemacht. Bis auf, wie gesagt, so ein paar streckenweise. Hat es so hinten raus, hat es so ein paar Macken. Und natürlich diese abrupten Ende. Allerdings habe ich das Gefühl, die sind ja irgendwie für Wimmelbildspiele scheinbar so ein bisschen typisch, dass da einfach zack, Ende. Ne? Von daher, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, wenn ihr mögt, sehen wir uns dann bei einem weiteren Projekt. Ich hoffe es doch sehr. Und ich wünsche euch dann tschüss, schönen Abend, schönen Nachmittag, schönes Wochenende, wann auch immer ihr das guckt. Und ich sag tschö, macht's gut. Ciao, ciao.